Herzlich willkommen im Stempelpalast. Heute möchte ich dir meinen Beitrag zum Kartenfalttechnikbuch zeigen, welches mir in den nächsten Tagen wieder zugeht. Der Abgabetermin war vor ein paar Tagen und jetzt warte ich ganz gespannt darauf, dass ich mein Ergebnis wieder zurückbekomme. Natürlich zeige ich euch das auch, aber in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich meine Karte hergestellt habe. Ich hatte die Karte Stair Step Card Variante 2. Ich habe mir ausgesucht Espresso und Vanille pur. Und wir starten einfach mit der Grundkarte in Espresso. Ich habe natürlich eine Anleitung geschrieben. Anleitung haben wir hier in ganz klein. Das ist leider noch auf Papier, aber hinterher habe ich sie natürlich auf Cardstock ausgedruckt. Das ist die Anleitung, die findet ihr zum Download unten in der Infobox, aber natürlich auch auf meiner Homepage. Hier hinten habe ich nochmal zum Veranschaulichen mein Gezeichnetes in klein aufgedruckt. Und wir machen uns jetzt erstmal an diese Karte. Die Grundkarte schneidet ihr in den Maßen 14,85 mal 21. 21 ist die kurze Seite eines DIN A4 Bogens schon. Das heißt, wir schneiden nur bei 14,85. Hier unten. Alles etwas rutschig hier gerade, weil ich euch gleich noch eine Alternative zeigen möchte. So, man könnte jetzt weitermachen mit dem Stanz- und Falzbrett. Das machen wir auch gleich. Aber ich möchte euch erst eben die Alternative zeigen, damit ich sie dann vom Tisch räumen kann. Nämlich, man kann, wir arbeiten auch gleich noch mit dem Simply Scored Brett. Und wenn man das nicht hat, dann habe ich hier in einem Laden meines Vertrauens eine Schneidmatte gefunden, die man auch benutzen kann, zusammen einfach mit einem Cuttermesser. Und dann habe ich von meiner Stempeloma zu Weihnachten ein metallisches Lineal mit Zentimetern und Inch Geschenk gekriegt. Und auch so könnte man jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen die Karte halbieren. Das wird 10,5 cm werden. Wir wollen aber diese halbierte Karte bei 10,5 nicht schneiden, sondern falzen. Das heißt, wir nehmen auch noch ein Falzbein und könnten ganz einfach bei 10,5 cm uns eine Markierung machen. Und dann bei 10,5 cm auf der anderen Seite noch eine Markierung machen. Und dann einfach diese beiden Markierungen miteinander verbinden. Und hätten so auch eine Falzlinie. Also in die Variante einfach, falls ihr kein Schneidbrett habt oder kein Simply Scored Falzbrett habt, habe ich in der Hand. Ich lege das jetzt aber weg. Ich zeige euch das natürlich mit Stamping-Up-Material. Oh, klemmt hier schon fest. So, wieder unsere Unterlage darunter. Das legen wir zur Seite. Und dann machen wir das Ganze nochmal mit dem so. Und zwar machen wir zuerst die Schnitte. Das ist nämlich am einfachsten. Die Schnitte gehen. Nein, wir machen. Jetzt muss ich doch mal eben überlegen, wie habe ich es denn immer gemacht? Na, ich habe zuerst die Schnitte gemacht, das ist schon so.
Und da habe ich gleich, möchte ich euch das nächste zeigen. Und zwar habe ich mein Stanz- und Falzbrett, wie ihr seht, hier mit Tesafilm beklebt, mit weißem Tesafilm. Denn wenn man das nicht macht, kann man die Zahlen nicht mehr lesen, sobald man auf dunklen Cardstock kommt. Da wir jetzt aber schneiden müssen, habe ich das gemacht, weil wir jetzt die Einteilung dort definitiv lesen müssen und das geht sonst ganz schlecht. So, wir legen also die Karte hochkant hier rein, angelegt hier auf der rechten Seite bei 3 cm. Dieses ist immer noch 21 cm lang und wir machen jetzt einen Schnitt. Also Schnitt ist immer rot, ne? Wir machen diesen Schnitt von hier bis da und dies sind jeweils 7. Also 7, 14, 21. Wir machen jetzt einen Schnitt von 7 cm zu 14 cm. Dazu drehe ich das nochmal um. Ich könnte das natürlich auch errechnen, aber wir haben hier die großen Zahlen gerade unten. Das wollen wir nicht. Also drehe ich mir das einfach um. Jetzt habe ich hier die kleinen Zahlen unten und ich kann das besser anlegen. Ich lege es an bei 3 cm. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr das zumacht, dass euer Schneidmesser nicht schon auf dem Projekt ist. Ansonsten macht ihr euch ganz viele kleine Löcher ins Projekt, aber das kennt ihr ja, ne? Das brauche ich euch auch nicht mehr zu erzählen. So, ich hoffe, meine Birne ist jetzt nicht allzu sehr im Bild. Ich habe echt Wortfindungsstörung heute Morgen. Unfassbar. Also 14 cm, da sieht man jetzt den Punkt. Auf 14 cm. Ich drücke das einfach runter und halte es fest und ziehe es bis 7 cm herunter. Dann öffne ich das wieder, drehe das Projekt um 180 Grad und mache genau dasselbe nochmal. Anlegen bei 3. Wer jetzt nicht so viel gewackelt hat, der hat da immer noch das Ding bei 7 cm klemmen, kann sich das ins Projekt reindrücken. Entschuldigung, ich bin immer noch krank. Es ist ganz schlimm mit mir. Ich werde überhaupt nicht wieder gesund im Moment. So, von 7 bis 14 cm. Dann haben wir schon mal 2 Schnitte. Und dann machen wir hier 5 cm. Jetzt brauchen wir einen Schnitt hier oben drin. Ich drehe mir das nochmal eben um. Und zwar genau. Ich zeige euch, wie ich das geguckt habe. Der Schnitt fängt auf dieser Höhe an. Diese Höhe steht hier, sind noch 3 cm bis zum Rand. Also 21 minus 3 sind 18. Und dann ist er 6 cm lang, geht bis 12. Passt auch genau. Die Mittellinie ist ja bei 10,5 und dann haben wir hier 1, 2, 3 Kästchen hoch. Sind 1,5 cm hoch, sind auch 12. So, wir schneiden also jetzt 5 cm hier anlegen und dann schneiden wir von 12 bis 18 cm. Von 12 bis 18 cm. Dann drehen wir das Projekt nochmal wieder um. Jetzt müssen wir natürlich hier unten schneiden, weil jetzt hat es die Seite zugeordnet gekriegt quasi. Und jetzt schneiden wir von 3 bis 9 Zentimeter. So. 4 Schnitte mit dem Stanz- und Falzbrett. Das legen wir zur Seite. Und dann nehmen wir unser Falzbrett hier. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, weil das ist echt groß, das Ding. So. Und zwar, jetzt müssen wir noch mal eben gucken. Ich lege das mal so dahin. Und jetzt haben wir
hier unser Werkzeug gleich da drin. Ich nehme immer die kleine Kugel. Ihr dürft aber auch gerne die große Kugel nehmen. Ich habe hier übrigens die metrische Einteilung mit reingelegt. Normalerweise, das Brett gibt es ja auch in der Inch-Einteilung. Und man kann diese metrische Einteilung dann nachkaufen oder dazu kaufen. Das legt man sich einfach da rein und hat dann also hier an diesem inneren Rand auch die Zentimeter stehen. So, und dann fange ich als erstes an, 10,5 cm, da hatte ich schon eine ganz dünne Linie gezogen mit dem Falzbein. Das machen wir jetzt nochmal nach. Also hier anlegen, seht ihr das? Und da bin ich schon out, nee, ne? Geht gerade noch so. Hier anlegen, hier herunterziehen. So, dann brauchen wir, ich lege das hier mal daneben. Wir machen jetzt die blauen Linien, hier einmal vom Ende unserer Schnittlinie bis hoch, also von hier bis da und dasselbe auch hier unten, von hier bis da. Ich finde es schön, wenn man entweder oben oder unten am Rand anfangen kann, weil dann kann man genau sehen, wo die Linien verlaufen. Wir haben gleich noch, und das zeige ich euch dann auch nochmal, das Problem, dass wir hier zweimal anfangen, einfach irgendwo auf dem Brett. Und da muss man so ein bisschen gucken, dass man so ein bisschen wackelt, dass man auch hier so eine Linie bekommt und nicht einfach auf dem Projekt malt. Das ist mir doch leider des Häufigeren passiert, dass man einfach erst suchen muss und dann bildet man sich ein, man hat die Linie gefunden, aber irgendwie war das doch nicht richtig, die Linie, und dann kratzt man hier so mitten drauf. Das ist nicht schön. Und von daher kann ich also jedem nur empfehlen, es so ein bisschen zu wackeln, bis man hier die Linie gefunden hat, in der man den Strich ziehen kann. So, also, wir verbinden die beiden Schnittlinien miteinander. Dann verbinden wir das Ende der einen Schnittlinie mit der Stoßkante der anderen Schnittlinie. Ihr kommt hier also quasi mitten drauf an. Dann verbinden wir hier oben das Ende. Seht ihr? Hier passiert mir das nämlich jetzt gerade, so wie ich das erzählt habe. Ich habe nicht genug gewackelt und die eigentliche Linie ist daneben. Seht ihr das? Da kleben wir ja gleich den Auflieger drauf, das ist nicht ganz so schlimm, aber es ist halt nicht ganz einfach mit diesem Scoreboard. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. So, und dann habe ich jetzt hier eine gezogen bei 5 cm. Da müsst ihr auch aufpassen, dass ihr nicht die bei 5,25 cm nehmt. Die brauchen wir nicht, sondern die direkt bei 5 cm. Und dann haben wir schon die Grundkarte gefalzt. Dann legen wir das zur Seite. Huch, Entschuldigung. Und dann machen wir den Aufleger. Dazu nehmen wir Vanille pur, schneiden uns das zurecht. Der Aufleger ist 10,1 x 14,5. Das heißt, wir schneiden hier bei 14,5. Drehen das um und schneiden dann bei 10,1 cm. Genau, und ich schneide, also das lag gerade so da drin und ich habe geschnitten, dann drehe ich es jetzt um, dass jetzt wieder die Schnittkante an der Schnittkante ist, dass die geraden Kanten, die ich noch habe, möglichst viele davon bleiben. Darum drehe ich das Projekt einmal um, 10,1. So, auch für den Auflieger habe ich euch das gemalt. Da gibt es einmal den linken und einmal den rechten Auflieger. Ich lege das mal so ein bisschen mit ins Bild. Dann könnt ihr das vielleicht nachvollziehen. Nee, geht nicht so richtig, das ist einfach zu groß hier. Also wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal den rechten, der ist relativ einfach, 3,5 mal 3 müssen an beiden Ecken raus.
Ich lege sie mir dazu so hin, damit ich hier wieder die 3 ausnutzen kann. Und wie wir das auch schon von der dunklen Geschichte, von dem dunklen Cardstock kannten, 3,5 ein Schnitt. Und dann mache ich 3 in die andere Richtung. 3,5. Nein, das sind nur 2,5. 3,5 ein Schnitt. Und dann drehe ich sie um. Lege sie wieder bei 3,5 an. Und mache einen Schnitt bei 3 cm. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen gewackelt, das ist nicht so schön. So, und von oben mache ich das auch. Und dann haben wir den einen Auflieger auch schon fertig. Der Auflieger passt hier rein. So kann man das schön sehen. Jetzt machen wir noch den anderen Auflieger. Der ist nur ein ganz klein wenig komplizierter, aber auch nicht viel. Wir legen an bei 2,6 cm hier auf der linken Seite und schneiden 3,5. Ich drehe es nochmal eben um. So, dann kann ich es besser lesen. So, 2,6 cm und schneiden 3,5. Dann haben wir 4,6 cm. Und da habe ich für euch einen kleinen Tipp. Ich hatte das angelegt bei 9,9. Wenn ich hier 9,9 anlege, gibt es hier 2 cm mehr. Und dieser Schnitt ist dann 7,5 cm lang. Das ist nämlich 4 cm und 3,5 cm sind 7,5 cm. Also das hier bei 7,5. Kann man überhaupt sehen, was ich hier tue? Ich habe echt Schiss, dass ihr das nicht richtig seht, weil ich sehe auch mit dem ganzen Licht nicht so richtig auf der Kamera. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Also 7,5. Runterziehen, das Ganze machen wir auf der anderen Seite auch nochmal bei 2,6. Machen wir 3,5 cm und bei 4,6 machen wir 7,5 cm. Schwupp. Und dann schneide ich zuerst wieder 2,6 anlegen auf der linken Seite und ich schneide jetzt dieses mittlere raus, weil man dieses große Stück noch wunderbar benutzen kann. Das ist natürlich dann hier 4,6 hoch bis 9,9. Und dann kann man dies hier rausnehmen und kann dies noch wunderbar auf irgendeine andere Karte drauflegen. Und dann schneiden wir nur noch bei 3,5 cm. Hier die beiden kleinen. Ne, so. Enden raus. 3,5 einmal nach oben und einmal nach unten bis zu 2,6. So, und schon ist der andere Auflieger auch fertig. Den können wir auch hier drauflegen. Seht ihr, ne? Jetzt könnte man sich noch einen Auflieger basteln, der hier auf dieses Stück drauf passt. Das habe ich nicht getan. Das kann man sich aber ja ganz leicht ausmessen. Nehmen wir nochmal unser tolles Lineal. Dieses Stück von der Karte ist 3,9 cm breit und 4,7 cm hoch. Und ich habe eine Karte gesehen in diesem Stair-Step-Card-Variante 2. Da gab es hier Pergamin.
Nee, Venom, also Pergamentpapier. Und das war tatsächlich auch länger. Das ragte hier so in die Karte rüber. Da müsst ihr einfach überlegen, wie ihr das gerne designen wollt. Ich habe es weggelassen. Ich zeige euch jetzt nämlich, was ich mit meiner Karte gemacht habe. Ich lege dies hier auch erstmal eben zur Seite. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das falte. Zuerst falte ich, habe hier die Zeigefinger liegen hier unter den Außenseiten und die Daumen unter den Innenseiten. Und jetzt ziehe ich hier so ein bisschen die Karte hoch, denn diese hier kommen nach oben und der Mittelknick geht nach innen. Dasselbe geht mit unserem 5 cm, mit unserer 5 cm Falz, die geht auch nach innen. Und dann fällt es hier schon quasi von alleine. Seht ihr das? Jetzt kann man das also einmal umdrücken, zusammendrücken. So. Und dann haben wir hier Step, Dück, Dück, Dück. Eines der Step-Karte. So, und jetzt nehmen wir uns ein bisschen Tombow und die Auflieger. Ich habe da nämlich schon mal was vorbereitet. Ihr wisst ja nun alle, wie man stempelt. Darum habe ich das einfach noch mal vorbereitet für euch. Und dann habe ich noch zwei kleine Kaffeebohnen vorbereitet. Die Kaffeebohnen kommen dann hier rein. Gestempelt habe ich übrigens einmal in Wildleder und einmal in Espresso. Also Wildleder als Kombifarbe mit dazu genommen, weil ich das ganz hübsch finde in Kombination miteinander. Und dann kann man ganz einfach hier mit Chombu so. Das wird die eine Seite. Ich mache das nochmal flach, damit ich es kleben kann. Und hier habe ich die andere Seite. So. Ja, und das war's dann auch schon. So habt ihr das im Endeffekt alle in euren Hüllen gehabt. Anleitung und Karte. Kann man hier auch noch mal sehr schön sehen, finde ich. Diese Stufen. Das ist der Stepkarte Variante 2. Falls ihr Fragen habt, wie gesagt, die Anleitung und das Schnittmuster, also gerade das Schnittmuster finde ich sehr erklärend. Ansonsten ist ein YouTube-Video auch immer ganz schön, deswegen habe ich auch eins gemacht, weil man einfach genau immer Stopp machen kann, es nachmachen kann und dann weiter Film gucken kann. Und ich glaube, zusammen mit dem Schnittmuster und dem Video kriegt ihr das einfach auf jeden Fall ganz schnell hin, die genauso zu gestalten wie ich. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen ganz tollen Samstag, der heute ist. Wobei du guckst das vielleicht an einem anderen Tag. Dann wünsche ich dir einen ganz tollen Tag, morgen, Abend, wie auch immer. Ich sage ganz herzlich Dankeschön an die Damen aus dem Kartenfalltechnikbuch. Ich freue mich auf eure Projekte, die ich natürlich auch in einem Video wieder vorstellen werde. Und ja, bleibt kreativ, heißt es so, oder?
Also, alles Liebe für euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.